eingefallen unter Freunden. Dass sie nicht alles will, was wir für sie machen. Hallo, Prinzessin. Beweg dich! Diese Wildhunde schon wieder. Okay, upsie. Haha. Noch ein paar Feinde mehr vielleicht. Okay, ich hasse die so sehr. Ertrunkene und Unwasser. Meine Lieblinge. Ja, wirklich. Hä? Was ist denn hier los gerade? Gehört wohl zu der Quest dazu. Was ist denn? Okay, ich bin noch im Kampfmodus, deshalb kann ich hier gerade nichts aufsammeln. Hi. Sind alle echt hässlich. Okay. Hier sind auf jeden Fall Spuren. Na, das wird's nicht sein. Aber ich bin mir nicht sicher, in welche Richtung. Ja, nee, nicht die Richtung. Suchen. Nein, Geralt. Geralt, du solltest das untersuchen und nicht auf Plätze aufsteigen. Große, schwere Räder. Ein Kaufmannswagen. Ja, und jetzt? Ach, da geht's weiter. Wo ist er hin? Ist bei hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Das verheißt nichts Gutes. Ja, ein Händler allein in Velen unterwegs. Das konnte nicht gut gehen. In der Tat. Essensreste, zerlegtes Fleisch, Katoblepas? Möchte wissen, für welchen Zauber man sowas braucht. Naja, vielleicht wollt sie das eher essen. Ein trockener Roter von Zurbaran, Südhang, Brombeer und Zitrusnoten. Ach, Kira. Was für eine Schande. Kira hat sich wahrscheinlich auch nur das exklusivste Zeug hier gegönnt. Na. Die Lein ist noch intakt, aber magisch kommt sie mir nicht vor. Wie Keira das wohl erklären wird? Na gut. Menschlich. Aus einer Arterie. Kann nicht weit sein. Das hätte die Person nicht geschafft. Okay. Na komm schon. Hat sich versteckt und auf Hilfe gewartet, die niemals eintraf. Willkommen in Velen. Da ist also der tote Händler. Hätten wir jetzt übersehen, wenn wir direkt zu Keira gelaufen wären? Volker, wir haben es geschafft, alter Freund. Wir haben nicht nur alle Vorräte verkauft, sondern auch noch zum dreifachen Selbstkostenpreis. Unser Kunde will alles. Wein aus Beauclair, vom Beaujolais Nouveau bis zum ältesten Jahrgang. Weiß, Rot, Rosé, alles. Ach, Beaujolais war das. Kato-Lepas-Fleisch. Einmachfleisch, Pfeffer, Zimt, Nelken. Ich sag dir, Freund, er will alles.
Die Sache hat nur einen Haken. Wir müssen die Güter nach Velen bringen, in ein Dorf namens Mittelhain. Ich weiß, riskant. Schließlich ist Krieg und so. Aber denk an das Geld. Ich habe schon einen Pass für deine Punta-Überquerung besorgt und von da aus ist es ein Katzensprung. Alles wird gut werden. Klaus. PS, wir machen halbe-halbe. Ja, Klaus, das hat ja nicht so gut geklappt. Okay. Dann können wir eigentlich zu Kera zurück. Die Fragezeichen hier, ne? Die locken einen ja schon immer. Sind ja direkt hier. Quasi 55 Fuß von mir weg. Das hält er nicht durch! Okay. Was denn? Verlieren wir die Nerven? Au. Was ist denn ein Renegat? Ja, sag mal. Alle auf einmal ist so ein bisschen... Hey. Okay, das ist ein bisschen... Huch, hallo. Stufe 5, aber ein bisschen gemein gerade. Soll ich noch machen? Vorsicht, Geralt. Es sind halt viele. Mit einem Schild, der nervt. Der mit dem Schild, ey. Zeit zu sterben. Okay, jetzt ist es nur noch er hier. So. Hopp, hopp. So. Mensch, Mensch, Mensch. Was war das? War da nicht irgendwas mit einem Ausrufezeichen dabei? Muss ich gleich nochmal gucken. Der Sohn in Not. Wo? Ach, da. Ich habe wahrscheinlich den Schlüssel gefunden, Meister. Ne? Du hast mir das Leben gerettet. Wenn du mal durch Sandort kommst, sag Bescheid. Ich werde dich rasieren und einen Haarschnitt spendiere ich dir auch. Haben sie dich deshalb festgehalten? Weil du Barbier bist? Okay. Okay. Oh, was ist das? Notizen eines Banditen. Die nilfgaardischen Bastarde müssen Geldscheißer sein. Sie kaufen jeden Bauern, den ich fange. Egal, ob er lahm ist, schielt oder dumm ist wie Bodenstroh. Sie falschen nicht einmal. Sie brauchen Leute für die Silbermine, sagen sie. Und da ohnehin keiner länger als 2 Monate durchhält, brauchen sie jede Hand. Soll mir recht sein, das Geschäft läuft glänzend. Nur habe ich bald alle Bauern der Gegend gefangen. Wen soll ich dann verkaufen? Ja, wow. Cool. Dass die Nilfgaarder sich hier die ganzen Bauern holen.
Haben sich aber ganz schön gut eingedeckt. Okay. Ja, war doch noch ein Fragezeichen in der Nähe. Hi. Ach, mehr Banditen. Hä? Okay. Ich hab gerade überhaupt nicht gerafft. Hä? Warum der mich nicht angreift? Hat mich sehr gewundert gerade. Habt ihr noch da? Mhm. Kiste. Was auch noch eine Kiste? Okay. Und das noch und dann gehen wir rüber zu Kera. Hm. Okay, hat das was mit denen zu tun hier? Geben wir euch ab. Zeig mir, was du zu bieten hast. Hey ho! Piraten! Wir haben ihn. Okay. Wir haben ihn! Fast am Ende, was? Hör mal auf zu blocken! Im Ernst? Schon mal gegen einen Hexer gekämpft? Mach dich kalt, niederträchtiger Mutant. Zeit zu sterben. Wo ist er? Nein. Eieiei. Da sind noch mehr Piraten. Gib auf. Was ist mit denen los heute, ey? Muss man noch die Armbrust spannen. Ja, oh, Kopf ab. Warum nicht? So, ja. Das waren ganz schön viele auf einmal. Was ist los mit mir? Bin ich überladen? Bin ich überladen? Glaub ja. Glaub schon. Boss, wir haben überall nach diesem Schatz von Königin Suleika gesucht. Und was haben wir gefunden? Einen, entschuldige bitte, Scheiß. Die Austern vom Meeresgrund waren ja sehr lecker, aber ist das wirklich die richtige Karte, Chef? Keine Fälschung? Es kommt mir nämlich so vor, als hätte dieser Seemann uns betrogen. Aber wir werden weitersuchen, bis uns etwas auffrisst oder du uns neue Befehle gibst oder ein Hexer kommt und uns tötet. Ich glaube, ich bin überladen. Ah. Es macht vielleicht diese... Oh Mann, aber soll ich denn dann tatsächlich... das hier holen mit dem breiten Kreuz, um mehr tragen zu können.
Ja gut, im Zweifel können wir es ja einfach wieder wegnehmen, ne? Das kostet eh nur einen Punkt. Dann komm. Nehmen wir das mal. Nichts mehr hier oben. Jetzt muss ich ja doch noch ein bisschen mehr tragen hier. Sitzt noch einer. Den tangiert das hier gerade überhaupt nicht, ne? Der denkt sich, nee, nicht in meiner Mittagspause. Ach, jetzt auf einmal doch. Bin ich ihm zu nahe gekommen. Komm nur. Boah. Blöd, Mann. Dafür regt man die Beine ab. So. Gib mir, was du hast. Viele Vorräte hier. Gleich noch gucken, wo der versteckte Schatz ist. Notizen. Gestern haben wir eine Silberschale und eine Rubinbrosche auf dem Grund gefunden. Königin Zuleikas Schatz ist also wirklich irgendwo dort unten. Vielleicht im Laderaum eines der Schiffswracks vor der Westküste. Aber wir können sie uns im Augenblick nicht ansehen, zu viel Seegang. Wir müssen warten, bis sich das Meer wieder beruhigt hat. Wir schlagen ein Lager auf. Mhm. Wo soll das denn sein? Ah, okay. Dann können wir auch die restlichen Fragezeichen mitnehmen, wieder hier oben. Das gibt's ja wohl nicht. Aber die da unten dann eher nicht. Sondern gehen wir mal kurz da zum Fragezeichen. Oh, da ist eine Erscheinung. Shit. Oh, sag mal du. Moment. Lass mich doch mal kurz mit der Armbrust schießen hier. Ich glaube, ich spinne. Aua. Beine. Seh dich. Na komm. Hä? Was ist denn hier los, Mann? Was ist das denn? Kann ich kurz meditieren? Ah ja, das scheint zu gehen, okay. Oh, Leute, ey. Hi. Was? Verlieren wir länger. Ist deine Kumpeline hier weg, oder was? Ah ja, natürlich.
Na komm her. Und rüber. Shit, okay. Lege ja tatsächlich kurz was nehmen soll. Weißt du, Öl oder sowas? Oh Gott, ja. Na komm schon. Shit. Mist, 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 nicht gut. Nicht gut. Nein! Aha. Okay. Ich war zu gierig, glaube ich. Gierig, gierig. Ich habe im Wasser gespeichert, ne? Richtig dumm, kurz bevor die mich hier angreifen. Penner. Hä? Warum habe ich gerade irgendein Achievement bekommen? Gott, ja, wie viele noch? Was das? Mann, 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 ey. Sag mal. War noch gerade noch welche. Wo sind die denn? Kommen denn da so viele? Okay. Ich kann gerade nicht so richtig sehen, aus irgendwelchen Gründen. Ein bisschen. Okay. Au. Ja, geh weg mit deinem hässlichen Gesicht, bitte. Geh weg. Hä? Ich komm irgendwie ohne Ende. Gefühlt. Was ist denn da los? Wie viele ertrunkene Leichen sind hier schon? Komm, ey. Gott. Ist es jetzt auch mal gut? Bitte. Komm immer weiter. Keine Ahnung, ob da irgendwo ein ertrunkenes Nest ist oder so. Weiß ich nicht. Es ist aber nur eine, oder? Keine zwei. Okay. Weil dann machen wir das so, dass ich tatsächlich mir einmal Geisteröl draufpacke, doch. Blöde Kuh. Geh doch nicht immer aus dem Kreis raus. Bastard.
Immer mehr Schaden, bitte. Buster, verlieren wir die Nerven? Ja, ich verliere langsam mit die Nerven. Och, gibt's das denn? Komm. Nerv mich nicht. Hallo. Ist dein Ernst? Na komm schon. Oh shit. Vorsichtig, Geralt. Oh Gott. Da, komm. Die blöde, ey. Blöde Kuh. Na nü? Och, irgendwie hat es sich gerade nicht bewegt für einen kurzen Moment. Diese Leichen da im Wasser. Gut, dann wollen wir einmal gerade doch meditieren. Und dann geht's weiter.